Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibam-Bande. Wir sind heute beim 68. Tag, dem 22.11. Und wir spielen mal wieder eine Runde StarCraft. Und ja, wir haben jetzt einen Season-Start. Also die neue Season ist jetzt gestartet vor kurzem. Geht aber gar nicht so lange. Also bis 23. Januar ist echt nicht lang. Also ist hier zu stehen. Und ja, es wurde halt einiges verändert. Aber ich habe mir immer noch nicht ein Bild dazu angeschaut, wie ich mein Bild dann selbst verändere. Es gibt da einigen neuen Cheats, so wie ich gesehen habe bei den letzten Spielen. Und ja, mal sehen. So, wir starten gegen Terraner. Und lassen wir uns mal, also schauen mal, was der macht. Also beim letzten Terraner, ich glaube, hier war das mit den Cyclins. Gegen Cyclins gespielt, das war jetzt nicht so schwer. Die neuen Cyclins sind halt anders. Ob die Leute das nun besser finden oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch nicht so begeistert von meinen Cyclins. Also wenn ich selber Terraner spielen würde, hey. Aber ich finde halt, die haben halt extreme Reichweite und sind extrem schnell. Das ist halt ein bisschen tricky. Vor allem wenn man keine Unsterblichen hat oder wirklich nur mit Stalkern dagegen kämpfen will. Weil er rennt einfach weg und du kommst halt langsam hinterher und da schießt halt die ganze Zeit weiter auf dich. Das ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, das war auch früher schon mal so. Ich bin mir gerade selber noch nicht so sicher, wann das letzte Mal so der Patch war dazu. So. Eure Sonden werden angegriffen. Den kriege ich. Lauf nicht weg. So, da rein, da rein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Und zweite Gas noch. Und Chrono wussten jetzt unsere Körper. Bauen unten einen Pylon hin für Notfall. Wir haben zum Glück nur ein Gas gesehen, also dürften diese Cyclins jetzt nicht nochmal kommen. Und wahrscheinlich stinkt nochmal Reaper Opening beim Terraner. Synchrono boosten wir einen Stalker. Und versuchen nochmal reinzugucken. Wir werden dann mit Fliegern weitermachen. Das ist die Echse. Da ist der Reaper. Ja, kann ruhig angreifen, zieht mich jetzt null. Eure Sonne, ich werde angegriffen. Nein. Flieger, und drei Stalker, so wie es Standard ist. Nein! Na gut. Ich bin das Herz der Finsternis. Nun gut. Im Namen der Rache. Ich bin hier in den Schatten. Und wir müssen noch mal unser Bürger. Shit. So, wir haben jetzt der Büro. Und gucken mal vorne rein, ob es einen Bunker gebaut hat oder nicht. Hat einen Bunker gebaut. Und gehen wieder zurück. Sieht als Standard bei ihm aus. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Orakel empfangbar. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Sonden werden angegriffen. Was ist euch mit dir in die Stadt? So, Akel ist ja schon da. So, Void, das geht auf die 4. Ohne Husten. Hier so. Extrapoliere Strenge. Es ist vorherbestimmt. Ich verstehe. Wir gehen rein, Reeds. Ist klar. Wir ja, nicht ganz. Die Sterne. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Peradak Koral. Ihr habt nicht genug Mineralien. Wie ihr befehlt. Ich hab grad einen. Vorher. Brauchen wir noch das Film. Genau das da. Wir sind eins. Ja. Warum wegen mehr Pylonen? So begegnen wir Shit. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ich bin hier. Beginne Vernichtung. Pandakor. Wir werden Rache üben. So, das geht automatisch. Geht ja mittlerweile automatisch. Ausgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Kalibriere Linsenenergie bei 100%. Erneut diene ich. Kas Arashar. Sok. Mineralien. So, wir müssen jetzt hierher. Nicht genügend. Unbedingt ein Koloss. Nochmal Gasbesitz eigentlich? Nicht ganz. Ach, auf jeden Fall mehr Kolosse. Und viel mehr Pylonen. Okay, hier geht vorne hin. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für... Eure Sonden werden alles unsere Feinde, unsere Feinde spüren. Hinterher. Mein Leben für Ajur. Sind wir ein bisschen schneller als die Marines. Und das war eigentlich dumm, was er gerade gemacht hat. Wir sind jetzt echt der Rückruf. Ja, stimmt, den haben sie ja auch geändert. Ach, da muss ich mich jetzt auch dran gewöhnen.
muss ich mich ja jetzt auch dran gewöhnen, dass es ja komplett anders ist. Also eine dritte hat er noch nicht gehabt, so wie das aussah. Gerechtigkeit genug. Fällt gerade ein, ich habe auch echt nichts auf der Map. Ich würde gucken, ob ein Exer hat. Ihr habt nicht genügend mit mein Leben für so, Lisa, die Templari. Immuneralt. Morin, Shisa. So, können wir gleich Storm noch mitnehmen. Nicht genügend Energie. Kassar, die Templari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ne, bist du kurz hin. Durchgeführt. Erleuchten. Ihr benötigt mehr das Ringa. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gut, das einzige Problem, ich sehe nichts, was in der Mitte kommt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Okay, der weiß, wo wir sind, da kommt er. Wird unser sein. Mein Leben für Ajur. In Einigkeit. Ja, Wildfindung ist echt beschissen gerade. Nicht genügend Energie. Erneut diene ich. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajo. Mineralienfeld erschöpft. Wie ihr verlangt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ich. So, gehen wir noch über das. Und die Hälfte hier rein. Genug, meditier. Mein Leben für Ajo. Und produzieren ohne Ende. Ihr benötigt mehr Vespinga. Mein Leben für Ajur. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend mit. Kassar, die Tempel. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ich würde gerade gucken, ob er noch Dings hat. Yes. Upgrades, was er für Upgrades hat, wollte ich wissen. Viel mehr davon. Und viel mehr davon. Mehr Unsterbliche. Und ich könnte mal Chrono boosten. Ah, man sieht jetzt, wie lange der Chrono Boost noch geht. Das ist geil. Aufgabe. Mineralienfeld erschöpft. Der Feind rückt näher. Mein Leben für Ajur. Ich füge mich. So diene ich. Erklingt Kassar die Templar Dunkelheit. In Einigkeit. Mineralienfeld erschöpft. Ah, lauf weg, das ist das Beste, was du machen kannst. Der Kampfesruhm wird unser sein Leben für Ajur.
das denn da angreifen? Ist der Nachteil, kann ich mir richtig reinwurben. Wir stellen uns der Druck, wir können nicht standhalten. Unsere Gedanken. Das hat sich geändert, auf jeden Fall. Wir stellen uns. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Moment, nimm rein. Oh, ein Kreuzer. Ehre leitet uns. GG. Stimmt, den Kreuzern haben sie auch was geändert. Wahrscheinlich sehen wir die jetzt auch öfters. Stimmt, ich kann nicht mehr meine ganze Armee zurückwarpen. Das ist ja total doof. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass ich nicht komplett alles rüberziehe wieder. Gut, hier war jetzt auch die Spieler. Moment, ich will nochmal kurz gucken. Ja. Doch, gerade das war nicht erst die Season angefangen. Aber es passt schon. War ein gutes Spiel. Hätte besser sein können von mir. Wo wir ressourcentechnisch hinter ihm waren, war so. Na, okay. Hey, der hat doch keine vierte Basis gehabt. Na egal. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Vielleicht schaffen wir es ja diese Season echt mal auf Dia 1. Soweit ist es ja eigentlich wahrscheinlich nicht mehr, so wie es aussieht. Ist jetzt ein Spiel verloren, diese Season. Gestern. Gegen Zerg. Hätte ich auch gewinnen müssen eigentlich. Aber egal. So, wir spielen gegen Susi als Zerg. Und wieder auf einer neuen Map. Ich glaube, gegen die auf der habe ich schon mal gespielt. Ja, die finde ich aber nicht so hübsch. Gefällt mir nicht. Dieses Holz, das sieht irgendwie. Naja. Gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, gegen Zerg habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Probleme in der neuen Season. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich spielen soll. Was habe ich denn eigentlich hier gemacht? Ich wollte doch das bauen. Da könnte das so ein bisschen zu spät kommen. Naja, egal. Minimal. Aber ich finde cool, dass man jetzt sieht, wie lange Chronobus gibt. Das finde ich echt gut. Ich weiß zwar nicht wozu, aber ich finde es gut. Das ist einfach nur zur Einfachheit wahrscheinlich. Und was ich halt cool finde, ist die Warp geht sich automatisch ausklappen. All in. Das wird ein Zergling All in. Ja. Dann machen wir gleich. Komm, ich spiele die Safe-Variante. Eure Sonden werden angegriffen. Das gibt's nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit, das ist nicht so die Safe-Variante. Den muss ich Chrono boosten. Ich brauche unbedingt einen Pylon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kam noch keine Linge. Da muss ich nur mal reingucken. Das wundert mich gerade ein bisschen.
Genug, Medic. Keine Linge. Speedlinge anscheinend. Okay, der spielt ganz was anderes, als ich gedacht habe. Brechen wir auch kurz den Produktion von Dings ab. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was spielen wir da jetzt? Wir sind halt ein bisschen hinterher mit allem. Hey. Ging auf Flieger. Keine Ahnung, was der spielt. Also. Ich habe mich hier auf dem Lingual-In vorbereitet und der kommt nicht. Ich muss halt auch aufpassen, nicht, dass sie mir in die Bude einrennen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit. Genau, was ich mache. Ist mir auch egal, den hole ich mir. Was ist euer Beginn? Forschung abgeschlossen. Faszinierend. Orakel im gucken, was er macht, ey. Ihr sucht Führung. Unsere Schicksale sind vereint. Alter. Ich verstehe. Der Weg ist also auf jeden Fall. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Auf dem linken Wort. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist auf jeden Fall eine dritte. Voll saturierte. Dritte. Ich bin ein bisschen. Ich weiß nicht, was er gerade spielt. Also. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. So wenig Gas. Ach, kein Wunder. Wir können auch einfach ein All-In draus machen. Guck mal, viele Dinge. Ich weiß nicht, warum man jetzt den Dings schon abgegradet hat, aber. Boomling ist nicht dabei, das ist schon mal gut. So, wir haben jetzt zwei voll saturierte Basen. Vierte. Ihr habt nicht mein Leben für Ajur. Das wollte ich bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr habt nicht genügend. Erneut diene ich. Forschung abgeschlossen. Mein Leben für Ajur!
So, Pylonen noch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ganz wie ihr. Kalt ist wir unter. Ihr müsst zusätzliche. Ich hab doch Pylonen gebaut, verdammt. Er weiß, dass wir kommen. Hat viele Hydras. Ach, die sollten doch durchproduzieren. Ich bin die Stimme der. Mineralienfeld erschöpft. Gut, gegen Boomlinger haben wir keine Chance. Das war ein bisschen dämlich, wie ich so gespielt habe. Ja, er wusste ganz genau. Ja, klar. Hat halt viele Hydras, das bringt halt alles nichts, was ich gerade hier mache. Ah, und da kommt er also. Scheiß Storm. Okay, Storm ist durch, das ist schon mal gut. Er ist auf jeden Fall noch dort. Das ist eigentlich nicht wie auf der 4, wo ich es immer hinlege. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Gut, er wird jetzt Echsen ohne Ende. Geht wahrscheinlich jetzt direkt auf Flieger. Frag mich halt, warum nicht angreift. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Verwendet mich. Der Konfession wird unser sein. Da stehen sie. Mein Leben für Ajur. In Einigkeit. Erneut dienen. Unsere Gedanken. Mein Leben für Ajur. Ich vernahm euren Mineralien.
Feld erschöpft. Meine Aufgabe erklärt euch. Euer Denken gleicht dem meinen. Wir geht und überstellt uns der dunkle Schlecht. Mein Leben für Ajur! Mein Leben für Ajur! Upgrade durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. Der Nachteil ist halt für mich, der hat mehr Ressourcen, wenn er den Map-Control hat. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar de Templari. Mein Leben für die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ich vernahm euren Ruf. Durchgeführt. In Einigkeit. Mein Leben für Ajur. So diene ich. Sag. Entage Tassada. Euer Engel. Erleuchtet. Mein Leben für Ajur. Sag ab, wir stellen uns der Dunkelheit. Mineralienfeld erschöpft. Höre mich, mein Leben. Kassar durch die Templari. So, wie kommen wir mal geht's? Erschöpft. Wer kann viel besser nachgucken als wir? Kommen doch schon ganz viele Items nach. Wir sind das Licht der Kala. Ich füge mich. Was eigentlich für ein Upgrade? Ist gar keine erklärt. Ach, man kann nicht alles weg. Ja. Unsere Gedanken. Ja. Das war dumm. Hat meine ganze Army verloren, nur weil ich vergessen habe, dass man nicht komplett zurückwurfen kann. Gut, es war auch nicht mehr viel übrig, aber trotzdem. Ja, hat er gewonnen. Gegen Zerg komme ich gar nicht mehr klar in der neuen Season. Ja, der war ja auch um einiges höher als ich. Machen wir Meister. So. Ja, spielen wir nur eins. Gegen Zerg muss ich mir was einfallen lassen. Also, da komme ich jetzt zur Zeit gerade gar nicht an. Vielleicht sollte ich einfach wieder meinen normalen Standard-Style spielen und dann passt das schon, glaube ich. Feind hat mit einem Pool eröffnet. Da kann er trotzdem so gut weitermachen. Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, Hydra ist ein schlechter geworden. Die haben, glaube ich, die Angriffsgeschwindigkeit reduziert von denen. Keine Ahnung. Oh, Mirror Match hat man noch nicht in der Season. Kommt bestimmt hier White Way All In oder sowas. Oder. Hier sind die Tempests, die neuen Tempests. So, Black Heffern. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also wenn so ein Cannon Rush kommt, habe ich keinen Spaß mit. Cannon Rush scheiße. Also, was ist, warte mal, die Map kenne ich irgendwie. Ich glaube, so eine Map gab es schon mal. So ähnlich. Die ist viel zu früh da. Die ist eindeutig zu früh da. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dies müsst ihr auf einem Vespin-Geysir platzieren. Auch kein Cannon Rush. Groß.
Ist wie es ist. Ach, warum habe ich auch zwei Drohnen hinterher geschickt, ey? Ja, ich bin jetzt schon hinterher. Ich spiele aber auch wie ein Anfänger, ey, gerade. Siehst du, wie es ist? Gib mir mal einfach mein Gas. Ja, häng jetzt ein bisschen hinterher. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Najakar Minar. Niemand kann uns aufhalten. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. So soll es geschehen. Vorwärts. Ayur wird erneut unser sein. Was ist euer? Ich bin hier. Das hat er noch nicht genommen. Ja, da ist zu viel Stalker jetzt schon. Gehen wir mal nicht vor. Was macht's denn? Soll Gas nehmen. Die Schlacht wartet. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht den Tod. Jetzt gerade mehr verloren als ich. Was ist euer Begehr? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach, Pylon. Ich bin hier in den Schatten. Ach,
Besser, ne? Ich vernahm. Was ist euer Begehr? Okay, Void Void Race, das ist gut. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Die Himmel warten. Mal gucken, was alles hat. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Aber nicht genug. Ich bin hier. Irgendwo eine Base. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ein Leben für Ayur. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ein Leben. Ihr habt nicht genügend. Ein Leben für Ayur. Deine Upgrades. Was ist euer Bild? Ihr seid auf mich angewiesen. Die Wirkung. Was soll denn das? Thank you.
Basis wird angegriffen. Überhaupt noch was machen kann, verstehe ich nicht. Ich bin hier in den Schatten. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Mein Leben für Ajur! Und heim dich an! Oh, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Na, der war schon einiges höher im MMR als ich. Oh, schönes Spiel. Ressourcentechnisch war ich. Hätte eigentlich schon längst weggehen können. Puh, na gut. Wir haben auf jeden Fall noch viel zu üben. Also, bald ist wieder Wochenende. Dann kann ich wieder ein bisschen mehr üben. Und mir mal ein paar Builds raussuchen und angucken. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin morgen und ja, schön, euch einen schönen Abend noch. Tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschüss, tschüss.